So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ein paar Kleinigkeiten organisatorischer Art vorweg. Erstens, ich habe eine Mütze auf. Das liegt daran, dass mein Hut gestern nass geworden ist. Der ist wirklich noch triefend. Ich habe es auch nicht geschafft, ihn über Nacht irgendwie trocken zu kriegen. Und wenn ich den ganzen Tag mit nassem Hut rumlaufe, dann habe ich die nächste Woche wahrscheinlich irgendwie eine Erkältung. Und das muss nicht sein, es ist nämlich kühl genug hier oben und drum habe ich ausnahmsweise mal nur eine Mütze auf. Das könnt ihr jetzt ganz furchtbar schrecklich finden und 800 Kommentare dazu schreiben, dann freut sich der Algorithmus. Ihr könnt es aber auch einfach zur Kenntnis nehmen, ohne allzu viele Kommentare dazu schreiben zu müssen, dann freut sich der Ben. Beides gleichermaßen zielführend. Ne? Ja, vielleicht ist sogar Ersteres theoretisch besser für mich als egal. Lassen wir das. Ja, zweitens bin ich hier an einem Ort, an dem ich nicht hundertprozentig verraten möchte, um welchen Ort es sich genau handelt. Es wird welche von euch geben, da bin ich mir sicher, die diesen Ort erkennen. Entweder weil sie hier in der Gegend wohnen oder weil sie hier in der Gegend groß geworden sind oder weil sie hier mal Urlaub gemacht haben oder sonstige Insider-Informationen besitzen. Ich würde darum bitten, wirklich, ausdrücklich, ich muss euch sonst euren Kommentar löschen, weil ich nicht möchte, dass bekannt wird, wo ich hier bin, exakt. Wer es sowieso rausfindet oder wer es weiß, der weiß es. Ja, aber ich möchte nicht, dass auf meinem Kanal, zumindest unter diesem Video, preisgegeben wird, wo ich hier bin. Ne? Also auch keine Anhaltspunkte machen, keine kryptischen Botschaften versenden, die eventuell darauf schließen lassen könnten, wo ich hier bin, einfach gar nichts dazu sagen. Wenn ihr gerne darauf hinweisen wollt, dass ihr wisst, wo ich hier bin, dann schreibt doch einfach, ja, weiß ich, habe ich erkannt oder sowas in die Richtung, aber wirklich nichts weiter, außer dass ich weiß, dass ihr wisst, wo ich hier bin und von mir aus noch ein ist schön da oder irgendwie sowas in die Richtung, aber einfach aufpassen bei der Wortwahl, bitte nicht zu verraten, wo ich hier bin. So, und warum möchte ich gerne, dass keiner erfährt oder zumindest außer die sowieso wissen, niemand erfährt, wo sich dieser Ort hier befindet. Na, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Wald, in dem ich mich hier befinde, der braucht ein gewisses Maß an Schutz. Nicht allzu viel einzelne Leute, die hier durchlaufen, auch ich jetzt, das ist überhaupt nicht schlimm, gar nicht. Der verträgt schon einen gewissen Besucherdruck, in Anführungszeichen. Das ist ein Buchenhallenbestand. Buchenhallenbestände sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr offen sind. Ihr seht ja, wenig Gebüsch im Hintergrund. Und das wiederum führt dazu, dass sich da auch keine Tiere im großen Stil verstecken, die man damit stören würde, wenn man hier ein bisschen rumläuft. Trotzdem brauchen wir keine Karawanen von Leuten, die in diesem durchaus alten Wald und naturbelassenen Wald rumlatschen im großen Stil. Und das Problem ist, wenn die Massen mal ankommen, dann sind es bestimmt 98% total tolle Naturbesucher, denen die Natur wichtig ist und die lieber, keine Ahnung, 5 riesige Steine nach Hause schleppen würden, als auch nur ein Fitzelchen vom Snickerspapier in diesem Wald liegen zu lassen. Ne? Aber die anderen 2%, die lassen halt vielleicht nicht nur das Fitzelchen vom Snickerspapier hier liegen und um die geht's mir. Und auch um Leute, die Feuer machen. Nicht, dass man den Wald wirklich anzünden könnte, das dürfte ziemlich unmöglich sein. Also außer man hat sehr viel Napalm dabei und so weiter. Aber ja, dann ist er halt hinterher eine Feuerstelle. Und die ist dann halt auch noch ewig lange sichtbar. Und stört einfach das Gesamterlebnis dieses sehr ruhigen, sehr abgelegenen, sehr besonderen Ortes. Ne? Also daher einfach diese Bitte. Ich hoffe, das ist im Sinne von uns allen. Und wer unbedingt wissen möchte, wo das hier ist, und eine gute Begründung hat, warum er das unbedingt wissen muss, wo das hier ist, weil besonderes Interesse zu einem der Punkte, die gleich noch kommen, dann schreibt mal halt eine Mail und wenn mir die Begründung gefällt, verrate ich es auch. Ja, es ist jetzt nicht so, dass das super ultra geheim ist, nur eben öffentlich kundtun, das muss wirklich nicht. Ne? Gut, also, so viel zum Organisatorischen. So, wenn man diesen Berg hier hochsteigt, Gipfel kommt später, dann kommt man irgendwann hier durch. Ne? Wo ich hier jetzt gerade stehe, mit ein wenig mehr Abstand, mit ein wenig mehr von oben, können wir vielleicht ein wenig erahnen, hier geht's hoch, ne? Eindeutig. Wenn ich mal nach hier schwenke, da geht's auch ein wenig hoch. Und dazwischen stehe ich hier in einer Senke. Ja, diese Senke, was könnte das sein? Das ist ein schönes Quiz, wo man sich jetzt verschiedenes Zeug ausdenken kann. Mögliche Lösungen
für das, wo ich mich hier befinde, könnten zum Beispiel sein, das ist eine alte Vorstraße. Die ist so alt, dass sie gar nicht groß befestigt worden ist. Man ist hier also immer hangparallel lang gefahren, also quasi in diese Richtung. Und das hat sich dann einfach ein wenig in den Hang eingeschnitten. Irgendwann hat sich auf der Seite ein bisschen Hangmaterial aufgetürmt, weil sich der Weg immer tiefer eingeschnitten hat. Und damit haben wir es auch. Es ist ein alter Weg. Ja, wäre vorstellbar. Gehen wir mal ein paar Schritte. Andere Alternative. Das ist ein ehemaliges Bachbett, könnte man vermuten. Das wäre ziemlicher Quatsch, weil da oben ist der Gipfel. Hier ist einfach nur entlang des Gipfels eben dieser, nennen wir ihn mal Graben. Und da kann kein Wasser fließen. So, und wenn ich jetzt hier eine Weile lang laufe, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, dann würden wir feststellen, oh hoppla, ich komme ja wieder am gleichen Ort raus, an dem ich losgelaufen bin. Ja? Also immer schön durch diesen Graben stapfen, dann läuft man im Kreis. Also es ist nicht ganz ein Kreis, es ist mehr in O, aber das macht nichts. Nichtsdestotrotz kommt man dann irgendwann wieder da raus, wo man losgelaufen ist. Das bedeutet, es muss eine römische antike Wagenrennstrecke sein oder auch was anderes. Ja, aber je länger man hier rumstapft, desto verdächtiger wird es, dass sich eben diese Struktur um den kompletten Berg legt. Breit genug wäre sie für schwere Forstmaschinen. Ja, hier ist sie auch jetzt manchmal gar nicht so genau zu erkennen. An manchen Stellen ist sie dann wieder deutlich besser zu sehen. Aber ja, auch das ist es nicht. Und hin und wieder liegt übrigens auch ein bisschen ein Hindernis im Weg. Da muss ich gerade einmal außen rum auf den Wall drauf. Und damit haben wir es jetzt auch mehr oder weniger verraten. Wenn wir jetzt mal insbesondere in diese Richtung gucken, da seht ihr jetzt hinter mir eindeutig, hoffe ich, dass es sich eben genau um eine Wallstruktur handelt. Ja? Und Wälle im Wald, kreisförmig, mehr oder weniger kreisförmig, um Gipfel, das ist etwas, was ein aufmerksamer Waldbesucher, ich gehe hier mal kurz vom Wall runter, vielleicht das eine oder andere Mal hier und da in Deutschland schon gefunden hat. Gar nicht einfach. Und Wälle im Wald können eben aus ganz verschiedenen Epochen stammen. So grundsätzlich ist es möglich, dass die vergleichsweise jung sind und schon Befestigungswälle gegen Kanonenbeschuss sind. Also plus minus um 1800 rum, plus minus zum Schutz zum Beispiel vor Napoleon gibt es solche Wallanlagen. Das kann man jetzt hier auch nochmal schön ein Stück weit von außen sehen, dass da offensichtlich wirklich ein Wall da ist. Wenn man jetzt also hier einfach den Berg hochlaufen würde, dann ist das unübersehbar, da befindet sich ein Wall im Gelände. Und ja, wie gesagt, könnte zur Abwehr von Napoleon oder später von Napoleon zur Abwehr von Napoleons Feinden und so weiter angelegt worden sein. Das wäre dann so die jüngste Phase, in der man solche kreisförmigen, meistens aber eher sternförmigen oder rechteckigen Wallstrukturen angelegt hat. Runde Wallstrukturen, das muss man jetzt wissen, die stammen im Regelfall spätestens, also die jüngsten sozusagen Wallstrukturen im Walde, aus dem Mittelalter. Da hat man noch runde Anlagen angelegt. Das können frühmittelalterliche Rundwallanlagen sein. Das heißt dann sowas um 800 plus minus nach Christus rum. Da sind manchmal noch welche erhalten. Teilweise sind es sehr kleine Wallanlagen mit sozusagen fast einer Insel in der Mitte. Und man könnte sich vorstellen, wenn du das flutest, hast du wirklich eine Insel. Das sind sogenannte Turmberge. Die findet man auch recht häufig im Wald. Da befand sich eine Palisade außen drum rum. Und in der Mitte ein einzelnes, wahrscheinlich recht hohes Gebäude, das man dann so in Anführungszeichen als Turm bezeichnen kann. Selten aus Stein, häufig aus Holz. Das sind auch einige der häufigsten kleinräumigen Wallanlagen im Walde, die es so gibt. Je größer der Wall, jetzt haben wir ihn schon fast aus dem Auge verloren, ich muss mal wieder näher hin, desto verdächtiger wird es aber. Desto größer die Anlage, desto möglicherweise könnte sie vielleicht noch ein Ticken älter sein. Ja, und wie gesagt, die ältesten mittelalterlichen Rundwallanlagen, so mehr oder weniger 800 rum. Und
danach hat man dann ja schon die Steinburg irgendwann angefangen zu bauen. So spätestens ab 1000, 1100, also 1100 nach Christus, waren dann die Zeiten der Rundwallanlagen weitgehend vorbei. Bedeutet, eine so große Rundwallanlage wie diese hier, und jetzt kann ich an der Stelle kurz meine Zahl fallen lassen, der innere Wall, an dem ich jetzt hier rumlatsche, sieht aus wie ein Tor, beziehungsweise ist eine Art Eingang, ist aber nicht historisch. Den hat man hinzugefügt, weil man hier diesen Weg hinzugefügt hat, als Wanderweg, als Trampelfahrt, als was auch immer. Also das ist aber nicht historisch, ne? Also nicht verwirren lassen. Ich bin wieder als im Wall beziehungsweise im Graben unterwegs. Und ja, der ist 800 oder 900 Meter, ich schreibe es euch unten hin, ist der lang. Und man ist also wirklich ein Weilchen beschäftigt, bis man diesen Wall abgelatscht hat. Bedeutet, wir haben hier im Inneren quasi den Inhalt eines 900 Meter Durchmesser Kreises. Und dieser Inhalt ist der komplette Berggipfel dieses Berges. Und das ist dann schon ein relativ großer Aufwand zur Anlage dieses Walls gewesen. So viel dazu erstmal. Jetzt könnte man natürlich hingehen, was man nicht darf, was bitteschön die Archäologen machen sollen, und das haben sie auch gemacht, und mal, wenn wir hier schon so einen verdächtigen, runden Wall in der Landschaft finden, da mal ein Löchlein reingraben. Gehen wir zu diesem Zwecke mal auf den Wall drauf. Hier ist jetzt gerade ein etwas dunklerer Teil des Waldes, macht aber nichts. Ich stehe wieder auf dem Wall, da hinten macht er die Kurve, kann man hoffentlich einigermaßen erkennen. Und angenommen, wir würden jetzt hier in unseren Wall mal ein Löchlein hineinbuddeln, dann würden wir feststellen, oh hoppla, der hat ja ein Fundament aus gelegten Steinen. Steine, sage ich jetzt absichtlich, nicht große Blöcke oder sowas in die Richtung, sondern halt mehr so ja, kleinere Steine, Schieferplatten vor allen Dingen. So viel zur Lokalität kann ich verraten, dass wir uns hier auf Schiefer befinden. Und das führt dazu, dass man mit diesem Schiefer halt auch ganz gut ein Fundament, ein gerölliges, kiesiges, steiniges Fundament für diesen Wall hier hat anlegen können. So in diesem Fundament, wenn wir jetzt hier eben den Boden hier oben drauf wegbuddeln würden, würden wir in diesem Fundament einzelne Löcher finden, und zwar sehr dicht beieinander, einzelne Löcher in einem folgenden Format. Richtung außen, hier ist außen, wären die Löcher flach, ja, also gerade nach außen gerichtet sozusagen, und nach innen so mehr oder weniger halbkreisförmig. So, und so ein Loch diente als Fundament und als Halterung für einen Pfahl, für einen ja, mehr oder weniger halbierten Baumstamm, vielleicht auch nur auf einer Seite etwas abgeflachter Baumstamm. Man hat ja nicht den kompletten Wall ausgebuddelt, sondern nur an zwei, drei Stellen ein paar Probegrabungen durchgeführt. Mehr graben als das ist auch nicht erforderlich. Man darf davon ausgehen, wenn das an zwei, drei Stellen so ist, dann ist es über den gesamten Wall so. Und das bedeutet, in diesen Pfahllöchern steckte eine Palisade. Man kann so ungefähr anhand der Dicke dessen, was da drin verbaut war, und so ein bisschen aus Erfahrungswerten zu anderen keltischen Anlagen vermuten, dass die Palisade, zumindest tut das die entsprechende archäologische Schrift, die es zu dieser Anlage gibt, dass die Anlage eben sowas um die eine 4 Meter hohe Palisade gehabt haben wird. Wahrscheinlich oben noch mit einem Laufgang an der Palisade entlang, dass man also auf der Palisade mehr oder weniger draufstehen konnte, um dann da irgendwas runterzuschmeißen, falls da jemand kommt und da hoch möchte. So, jetzt denkt euch bitte nochmal die Bäume weg. Als das hier original in Pracht aller Pracht erstrahlt ist, die Anlage, stand sie nicht im Wald, sondern der Wald war ja gerodet voraussichtlich, und das bedeutet, wir hätten jetzt hier hinter mir nochmal ungefähr doppelte Ben-Höhe eine Palisade aufragend, und jetzt stellt euch vor, der Ben steht da oben auf dieser Palisade, guckt auf euch runter, während ihr
da unten hochkommt und versucht jetzt hier zu stürmen. Ja, und jetzt muss man dazu sagen, der Wall, der heute so hoch ist, dass man ihn ohne Zweifel als Wall erkennen kann, der hier auch ordentlich runtergeht, der war im Original natürlich noch viel höher, weil er halt recht alt ist. Und der Graben hier auf der Seite, der war im Original natürlich noch viel tiefer, weil er inzwischen recht alt ist. Und in der vielen Zeit, die das Ding inzwischen alt ist, ist hier natürlich jede Menge Laub in den Graben gefallen und jede Menge Material vom Wall einfach runtergerutscht im Laufe der paar Jahre, die es den schon gibt. Ne? So, und das Schöne jetzt eben an diesen Palisadenlöchern hier drin ist, dass die Palisade irgendwann mal abgebrannt sein muss. Irgendwann mal heißt, wir wissen es sogar ziemlich genau, weil als sie abgebrannt ist, hat sich von den Resten der abgebrannten Palisade, die vermutlich nochmal ersetzt worden ist, davon darf man ausgehen, hat sich etwas Holzkohle erhalten. So, und jetzt hat Holzkohle die wundersame Eigenschaft im Gegensatz zu Holz, dass Holzkohle deutlich besser vor Verwitterung bzw. vor Verrottung, vor mikrobiellem Abbau geschützt ist, als das bei normalem Holz der Fall ist. Bedeutet, was immer hier an Holzbauwerken damals gestanden haben muss, ist heute überhaupt nicht mehr rekonstruierbar, außer durch die Fundamente der Palisade kann man ungefähr abschätzen, dass es die Palisade gegeben haben muss, und durch die Holzkohle in den Löchern der Palisade kann man sagen, wie alt das Holz zum Zeitpunkt des Abbrandes bzw. wie lange die Holzkohle da schon liegt, das wäre korrekt. Ja, wie lange die Holzkohle, der Entstehungszeitpunkt der Holzkohle lässt sich heute zurückverfolgen. Das kann man relativ einfach und sicher machen mit der sogenannten C14-Datierung. C14, C Kohlenstoff, und 14 sind die Neutronen, die da so drin sind. Und das sollten normalerweise eigentlich 12 sein. Wenn es 14 sind, dann haben wir es mit einem radioaktiven Kohlenstoff zu tun. Ja, radioaktiv, wissen wir alle, ist erstens nicht gesund und zweitens zerfällt es. Und je nachdem, wie lange es her ist, dass radioaktives Material irgendwo gespeichert worden ist, eingebaut und dann liegen gelassen sozusagen, desto mehr ist von diesem radioaktiven Material im Laufe der Zeit zerfallen. Bedeutet, wenn du heute diese Buche anzündest, ja, und diese Buche wird zu Holzkohle, anteilig, ja, natürlich nicht nur, aber anteilig Holzkohle. Und diese Holzkohle landet hier unten in einem Loch im Wall. Dann hätte diese Holzkohle jetzt zum Zeitpunkt der Bindung einen gewissen C14-Anteil, ja, weil der atmosphärische Kohlenstoff, der auch hier im Holz steckt, der hat immer einen minimalen, das ist weit, weit, weit unter 1%, eine ganz kleine Zahl, Anteil von eben diesem radioaktiven Kohlenstoff, der in dem Moment aus der Atmosphäre aufgenommen wird, und dann wissen wir, wie hoch der Anteil eben ist. So, und wenn jetzt die Zeit voranschreitet, verfällt, zerfällt langsam dieser Kohlenstoff in diesem alten Material. So, und je älter das alte Material jetzt ist, je länger es hier im Wall steckt und je länger es vor sich hin zerfällt, der Kohlenstoffanteil, der radioaktive Kohlenstoffanteil daran, desto kleiner wird der. So, und jetzt nehmen wir angenommen 1000 Jahre später eine Probe von unserem zerfallenden Material und stellen fest, ach huch, da ist ja jetzt nur noch, keine Ahnung, 30% weniger Kohlenstoff drin als der normale Anteil des radioaktiven Kohlenstoffs in der Atmosphäre. Der ist übrigens konstant, der ist immer gleich. Ja, deswegen kann man auch immer sagen, je weniger man in altem kohlenstoffhaltigem Material, je weniger C14 man da drin findet, desto älter ist das Material. So, und da ist der radioaktive Zerfall exakt gleichmäßig verläuft. Der wird nie schneller, der wird nie langsamer. Bedeutet das, wenn da 30% weniger C14 drin ist, dann kannst du daraus genau das Alter der Bildung dieser Holzkohle ablesen. Ja, ziemlich genau zumindest, mit einem kleinen Messfehler, selbstverständlich. Ja, und das hat man jetzt für die Holzkohle hier unten drin gemacht. Und jetzt haltet euch bitte fest. Wenn ihr jetzt von 5000 Jahren ausgeht, dann habt ihr euch zu sehr festgehalten oder seid irgendwie ein bisschen unrealistisch, was die Geschichte unseres Landes angeht, beziehungsweise der Region, die heute unser Land ist und früher eben wegen wem anders gehört hat und irgendwann sogar mal der Natur.
Und wie auch immer, jedenfalls 2100 ist die Datierung für eben diese Holzkohle hier. 2200 möglicherweise auch. Irgendwo so da dazwischen sind sich die Quellen tatsächlich nicht ganz einig. Gehen wir aber spaßeshalber, was Spaß macht, von 2200 aus. Und das heißt, im Jahre 200 vor Christus, als die mächtigen Kelten hier in der Gegend unterwegs waren, beschlossen sie, einen 800 bis 900 Meter langen Wall um diesen Berggipfel, da, wir gehen nachher noch hoch, keine Frage, zu errichten und eine riesige Palisade draufzustellen. So, und weil ihnen das noch nicht genug war, beschlossen sie weiterhin noch einen äußeren Wall, um den inneren Wall zu errichten. Und den sehen wir uns gleich an, aber da wir jetzt gerade noch beim inneren Wall sind, der brauchte natürlich noch Möglichkeiten, wie man in diese Anlage hier reingekommen ist, ohne über die Palisade klettern zu müssen. Und die sehen wir jetzt hier. Ja, ihr seht hier, ich hoffe, ihr seht es, ein Mäuerchen, das in den Wall hineinragt. Das ist also noch eine zusätzliche Verbauung hinein ins Innere. Das Gleiche findet sich auf der Seite. Auch da ein zusätzlicher Mini-Wall, Reste davon. Ne? Allzu gut ist das nicht mehr zu sehen. Aber Reste davon ist halt 2100 Jahre alt. Ne? Da ist es schon nicht mehr so gut zu sehen. Das ist völlig normal. Und ja, in der Mitte, ich gehe mal rein, ist nichts. Und damit dürfen wir vermuten, dass ich mich hier jetzt einmal drehen im Tor befinde. Ne? Da drüben einmal unterbrochener Wall, hier nochmal unterbrochener Wall mit Mäuerchen und das ist das Tor. Ja, eins davon. Es gibt zwei und vielleicht mit die spannendsten Strukturen. Aufgrund des Tores sind die Archäologen auch der Meinung, aufgrund der Breite des Tors, aufgrund des Einschnitts des Walls durch das Tor, das Zurückrechnen, dass das alles ursprünglich mal tiefer bzw. der Wall höher und so weiter und so fort gewesen ist, geht man wohl davon aus, dass eben die Palisade auch etwa 4 Meter betrug. Hier ist jetzt auch noch mal eine Geröllanhäufung, hier direkt vor mir. Was die für eine Bedeutung hat, kann ich leider nicht sagen. Man muss ja vermuten, da hier das Tor war, muss es hier in irgendeiner Form einen Weg auf das Tor zugegeben haben. Von dem ist leider kaum noch irgendwas sichtbar. Vielleicht war es auch Absicht, dass ja, das Torplateau, das ist hier das da, ja, wo man das Tor hatte und den Durchgang durchs Tor, hier jetzt rein quasi, dass man das absichtlich nochmal mit einem Vorwall sozusagen gesichert hatte, dass es schwierig war, in den Vorraum des Tores überhaupt zu gelangen, vielleicht als zusätzliche Verteidigungsmaßnahme. Ich weiß, ihr versteht mich schlecht, wenn ich von hinten quatsche, von der anderen Seite der Kamera, das liegt am Mikrofon. Das ist ein Richtmikrofon, das nimmt nach vorne deutlich besser auf als nach hinten. Ne? Aber egal, ja, das jedenfalls zum Tor. Geht man jetzt vom Tor nach unten, das machen wir jetzt, dann kommt man zum äußeren Wall. Der äußere Wall ist allein dadurch, dass er weiter unten ist, logischerweise, wenn er um den kompletten Berg gehen soll, noch mal länger als der obere Wall. Dafür hat man den Bauaufwand beim äußeren Wall etwas reduziert, was beim oberen Wall also noch mal deutlich auf die Spitze getrieben wurde. Und die Intensität des Walls bzw. die Güte des Walls, wie gut und wie deutlich sichtbar der ist, das variiert auch, je nachdem, an welcher Stelle man sich der Burg nähert. Es wäre zum Beispiel realistischer gewesen, dass die Feinde nicht von hier kommen, wo ich jetzt gerade runterlaufe, sondern über den Bergrücken. Das wäre deutlich einfacher gewesen, deutlich weniger steil. Und ja, von da hätten sie dann bessere Chancen gehabt, mit weniger Energieverbrauch sozusagen bis zum Wall zu gelangen. An den Stellen ist dann auch der äußere Wall noch ein bisschen stärker befestigt, während er dann hier eher etwas untergeht. Generell zu den Wällen muss man noch sagen, bevor ich da bin, die sind mit einfachstem Werkzeug in ihrer enormen Dimension in den Schiefer gehackt worden. Ja, wir haben hier nicht viel Boden. Hier stand sofort, sobald man hier ein bisschen gebuddelt hat, heute genauso,
stand hier sofort der Fels an und in diesem Fels musste man dann eben noch den Wall erschaffen bzw. den Graben anlegen. Das muss ein enormer Kraftakt gewesen sein und sehr viele sehr engagierte Spitzackenhacker mit vergleichsweise einfachem keltischen Stahl, wenn man den Stahl nennen möchte, aber ich meine Stahl, sowas in die Richtung hatten sie schon. Natürlich nicht mit modernem Stahl vergleichbar, aber ja, sie hatten sowas schon und das ist jetzt der untere. Sieht aus wie ein Weg. Da hinten auch schön zu sehen, ist aber der untere Wall. Der ist natürlich deutlich weniger deutlich. Oh, schöner Satz. Aber nichtsdestotrotz auch vorhanden. Und hier sieht man auch nochmal auf der Seite. Ja, am besten seht ihr das von hier oben, dass es hier also nochmal deutlich steiler runter geht und hier quasi eine mehr oder weniger ebene Etage ist, auf der ich jetzt stehe. Man sieht es da vorne aber auch nochmal sehr gut gleich. Ja. Und das also alles mit einfachsten Werkzeugen. Und das bringt uns jetzt allmählich zu der Frage, was sollte denn das? Warum ist denn das überhaupt notwendig gewesen, hier diese Anlage in den Wald zu meißeln sozusagen? Und da gibt es jetzt verschiedene Theorien dazu, was mögliche Gründe sein könnten. Die meisten keltischen Rundwallanlagen sind schlicht und ergreifend Fluchtburgen, vermuten wir. Ob sie zusätzlich noch eine kultische Funktion hatten im Sinne von, dass da besondere Rituale abgehalten wurden, man den Göttern näher war und so weiter. Das kann man sich alles vorstellen. Das ist auch alles sicherlich realistisch. Dazu gleich mehr. Aber in erster Linie waren wahrscheinlich die meisten Rundwallanlagen wohlgemerkt. Es gab auch Viereckschanzen. Da geht man davon aus, dass die wirklich nur religiöse oder überwiegend religiöse Funktion hatten. Aber die Rundwallanlagen, wie gesagt, Fluchtburgen. Fluchtburg heißt, du hockst in deinem Dorf, meistens irgendwo im Tal und hast da landwirtschaftliche Fläche und so weiter. Hast da vielleicht ein Schwein, eine Ziege und möglicherweise hast du sogar ein bisschen Schmuck oder deine Frau hat Schmuck und beides bzw. all das hat einen gewissen Wert logischerweise. So, und jetzt stelle man sich vor, wenn man Kelte ist, es kommen die Germanen. Ja, und die Germanen, die sind ja bekanntlich böse und wollen dir jetzt wegnehmen, was du so hast. Und deswegen musst du jetzt entweder gegen die Germanen kämpfen, wenn das aber sehr viele Germanen sind und große dicke Knüppel dabei haben. Man könnte jetzt zum Beispiel vermuten, da die Kelten im Gegensatz zu den Germanen sehr fortschrittlich waren, was die Eisenverarbeitung anging, dass die Kelten vielleicht besser bewaffnet waren als die Germanen. Bis die Germanen genügend Kelten abgemurkst haben, dann waren sie nämlich genauso gut bewaffnet. Das lässt sich ja recyceln. Na, wie auch immer, jedenfalls sind jetzt die Germanen gekommen und du rennst weg, weil kämpfen kannst du ja nichts gewinnen, die haben ja nichts Brauchbares dabei, Knüppel hast du selber, bei dir können sie aber tolle Eisenwerkzeuge und vielleicht sogar ein Schwert, eiserne Speerspitzen, sowas in die Richtung klauen. Ne? Also, du rennst also weg und wo rennst du da hin? Na, auf den nächsten Berg. Warum? Weil der nächste Berg hoffentlich einen Wall hat. Und ja, wenn man jetzt hier wieder hoch müsste, wo ich gerade runtergekommen bin, und da ist dann noch eine Palisade oben drauf, und dann steht da einer, der mit Steinen schmeißt, Speeren schmeißt, mit Metallspitze oder mit Pfeilen schießt, logischerweise, Pfeil und Bogen gab es ja auch schon, dann hast du da keinen Spaß. Bedeutet, plündern war noch okay, solange du das Dorf noch plündern konntest, eine extra Verteidigungsanlage plündern, wäre dann schon gar nicht mehr so lustig gewesen. Und das heißt, kaum waren die Leute mit Hab und Gut, Ziege, Schwein, Schmuck von der Frau und möglicherweise Speerspitze aus Eisen da oben bzw. auf ihrer jeweiligen Fluchtburg angekommen, haben das Tor zugemacht, ein paar Leute auf den Wall gestellt und schwuppdiwupp hatten die Germanen hoffentlich schon keine Lust mehr, den Kelten da auf den Keks zu gehen, weil das hätte zu großen Verlusten geführt. Belagerung war nicht möglich, man konnte ja keine riesigen Mengen an Proviant mitführen und daher konnte man auch nicht lange belagern, sondern musste weiter irgendwo hin, wo man hoffen konnte, Nahrung aufzutreiben. So, und damit waren sie also in Sicherheit. So, entscheidend für eine Fluchtburg ist erstens, die muss ausreichend befestigt sein, damit sie dem Gegner Angst und Schrecken einflößt. Zweitens, sie muss schnell genug erreichbar sein, dass man da überhaupt hinflüchten kann, wenn man merkt, oh, Feind nähert sich. Ja?
Und das ist der Casus Knacus, dass der Feind sich eben versucht, entweder anzuschleichen oder schnell zu nähern. Was bedeutet, dass du im Regelfall wenig Zeit haben wirst, um zu deiner Fluchtburg zu kommen. Das ist ja auch im Sinne des Feindes. Der weiß ja, dass du zur Fluchtburg rennst. Das haben die dann irgendwann auch begriffen. So, und jetzt ist diese Anlage deswegen wahrscheinlich keine Fluchtburg. Ja, für eine Fluchtburg ist es so, dass diese Anlage hier schlicht zu weit weg ist. Das wisst ihr jetzt natürlich nicht, weil ich ja nicht genau verraten möchte, wo ich mich hier befinde. Aber wir sind wirklich ab vom Schuss. Die nächsten siedlungssinnvollen Gebiete, wo die Kelten vielleicht gesiedelt haben, mit ziemlicher Sicherheit haben sie das, aber es ist nichts mehr davon übrig, die sind so weit weg, dass der Weg hierher sehr mühsam und sehr langwierig gewesen wäre. Ein hier in Sicherheit bringen wäre also denkbar blöd gewesen und hier zu Sicherheitszwecken eine Fluchtburg hinzubauen ebenfalls denkbar blöde, weil eben einfach der Ort viel zu abgelegen ist, um hier nennenswert in Deckung gehen zu können. Ja. So, jetzt wird der Wall hier langsam auch wieder etwas breiter bzw. etwas sichtbarer und gleich sehen wir auch noch mal schön, dass es sich auch um einen Wall handelt. Da war nämlich einer der Zugänge über den Bergrücken da vorne und da erkennt man dann die Wallstruktur deutlich, deutlich besser. Ja. Ja, hier kann man den äußeren Wall am besten erkennen. Das ist so das meiner Meinung nach besterhaltenste Teilstück, wo man den wirklich auch als Wall erkennt. Auch gerade wenn man hier steht und den regulären Wanderweg, das ist der da hinter mir, ne, hier kann man den gut sehen, runterkommt und dann hier dieses direkt dahinter mir gelegene Mini-Türchen in Anführungszeichen sieht, da kann man dann schon ein bisschen erkennen, dass es sich hier um einen Wall handelt. Ne? Aber wie gesagt, der äußere ist eher undeutlich. Wir gehen jetzt nochmal hoch zum oberen, gucken uns den noch ein letztes Mal an und dann noch einmal auf den Gipfel. So, jedenfalls, da wir Fluchtburg jetzt ausgeschlossen haben, religiöse Zwecke. Das Problem ist, wir wissen nicht, was die Kelten religiös eigentlich getrieben haben. Wir wissen, dass sie Druiden hatten. Wir wissen, dass die Druiden die Natur als solche verehrt haben. Wie sie das gemacht haben, da wissen wir kaum was, außer die Idee, dass sie mit der womöglich goldenen Sichel Misteln von der Eiche geschnitten haben. Misteln auf Eiche sind sehr, sehr selten. Da muss man lange suchen, bis man die findet. Daher ist die Idee, dass Misteln auf Eiche dann besonders heilig gewesen sind, wenn man dann mal welche findet, durchaus plausibel. Und was sie damit angestellt haben, außer Zaubertrank zu brauen, das bleibt leider im Dunkeln der Geschichte verborgen. Dass also dieser Ort hier, gerade der Gipfel, wie gesagt, den gucken wir uns gleich noch an, eine mystische Funktion gehabt haben mag, das erschließt sich jedem, der hier mal gewesen ist. Weil es ist schon ein besonderer Ort da oben. Jetzt mit dem Buchenwald natürlich besonders. Noch mal mehr als sonst schon. Aber ja. Das macht es natürlich noch mal ein Stück weit interessanter. So, hier jetzt noch mal im oberen Wall. Kann man hier in die Richtung einigermaßen gut erkennen. Kann man, also bei Wallrichtung geguckt, hier noch einmal in Wallrichtung geguckt, kann man auch einigermaßen gut erkennen. Und da hinten geht es auch noch ein Stück weiter hoch, da wäre dann tatsächlich der Gipfelanstieg. Da gehe ich auch gleich hin, nur ist hier jede Menge Matsch, deswegen gehe ich außen rum. Und ja, so viel tatsächlich auch zur Wallanlage. Viel mehr, natürlich kann man die jetzt komplett ablatschen und so weiter, aber viel mehr gibt es da gar nicht zu sehen. Ich finde sie trotzdem sehr faszinierend, auch wenn objektiv betrachtet ist es halt ein Graben. Ich guck da nochmal nach vorne, da könnt ihr das auch nochmal ganz gut erkennen. Hier ist ein bisschen übertrieben dargestellt, aber hier ist der Graben und da geht's hoch auf den Gipfel. Ja, welche Funktion hatte jetzt bei dem Ganzen der Gipfel? Mit der Palisade, wie gesagt, drumherum muss auf dem Gipfel ja irgendwas Wichtiges gewesen sein. Ja, da muss ich ein bisschen enttäuschen, aber jetzt gehen wir mal kurz hoch, also off Kamera, und dann reden wir mal über die weiteren Deutungen dieser Anlage.
So, und das hier wäre dann jetzt mehr oder weniger der Gipfel. Der wirklich flache Teil ist dann ganz, ganz oben. Den haben wir jetzt gerade nicht im Bild, aber nichtsdestotrotz ist hier die gesamte Fläche theoretisch flach genug gewesen, um hier Gebäude hinzustellen. Und jetzt ist halt eben die Frage, was haben sie hier oben letzten Endes getrieben? Fluchtburg hatten wir ja schon ausgeschlossen, beziehungsweise vielleicht als Zusatzfunktion, dass man das auch hätte machen können. Dafür wäre es aber, wie gesagt, ein eher ungeeigneter Ort, weil der Weg bis zur Rettung einfach zu lang. Ein Germane mit Axt, Steinaxt, ne, natürlich, ja, die sind ja primitiv, müssen wir ja nochmal betonen, rennt halt schneller als ein Kelte mit Schmuck, Ziege und von mir aus Schaf, Schwein, was auch immer, Kind und Kegel vor allen Dingen. Die Plünderer waren ja nur Männer, wahrscheinlich junge Männer, durchaus einigermaßen fit, und das geht dann halt einfach flotter den Berg hoch als eine ganze Familie mit allem Anhang und so weiter und so fort. Und ja, das heißt, hier oben muss es also andere Gründe gegeben haben, weshalb man hier oben war. Und vielleicht könnt ihr es hier im Hintergrund ein wenig sehen. Hier ist es schön. Und dass es hier schön ist, das liegt natürlich zum Teil jetzt auch am Buchenwald, insbesondere in der Herbstfärbung. Sehr, sehr hübsch, sehr, sehr toll. Ein wirklich magical place in Englisch, den man hier hat. Aber die Buchen waren ja damals gar nicht da. Und das führt natürlich dazu, dass wir uns heute den Berg etwas kahl vorstellen können. Aber dafür hat man auch eine sensationelle Aussicht gehabt. Und jetzt kommt erschwerend dazu, dass von den Gipfeln der Umgebung der Berggipfel hier einsehbar gewesen ist. Egal wo man in dieses Gebiet gekommen ist, über irgendeinen Pass, über irgendeinen Hügel oder Berg, je nachdem woher man kommt, ist alles sowas um die, das kann ich, muss ich jetzt verraten, sonst klappt es nicht, circa 500 Meter plus minus ein bisschen hoch hier drumherum, und hier sind wir, das verrate ich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig, aber deutlich höher. Das heißt, der Gipfel ist wirklich sichtbar gewesen von allen Nachbargipfeln. Und wenn man jetzt hier rüber guckt und jetzt sieht man hier diesen entwaldeten Gipfel, während alle anderen Gipfel vermutlich sehr wohl bewaldet gewesen sind, und auf diesem Gipfel sieht man zwei Palisadenwälle, einen sehr, sehr kleinen, aber der dürfte auf die Entfernung trotzdem sichtbar gewesen sein, und einen sehr, sehr hohen, der garantiert sichtbar gewesen ist auf die Entfernung. Und daher kann man auch vermuten, dass deswegen auch die Palisade nach außen, ich hatte es angesprochen, abgeflacht gewesen ist, damit man wirklich auf eine hölzerne Wand, vielleicht noch angemalt, eher unwahrscheinlich, aber möglich schon, blickt und dann eben von diesem Anblick nach Möglichkeit etwas eingeschüchtert, etwas fasziniert und etwas offensichtlich darauf hingewiesen sein sollte, dass hier jemand eben sehr mächtig ist. Wer hat jetzt diese Anlage gebaut? Ja, die Kelten, aber das wird bestimmt nicht eine Gruppe von Kelten gewesen sein, die gemeinschaftlich beschlossen haben, dass es eine gute Idee sei, eine übertrieben große Burg auf einen Berg zu bauen, sondern vermutlich ein Keltenfürst. Das bisschen, was wir über Kelten wissen, ist ja, dass sie häufig in Bergsiedlungen gelebt haben, also wirklich ganze Dörfer auf einem Hügel mit Wall drumherum, sogenannte Oppida, wurden sie dann später von den Römern genannt. Wie die Kelten selber die Dinger genannt haben, wissen wir nicht. Und da gab es häufig einen Fürst, was man auch ein bisschen aus den Beerdigungsriten und aus den Gräbern, Entschuldigung, der Kelten eben weiß, dass es solche gegeben haben muss. Absolut offensichtlich, und das wiederum lässt vermuten, dass auch hier ein Fürst der treibende Initiator dieser Anlage gewesen ist. So, und jetzt nochmal zurück. Wenn wir jetzt hier irgendwo über die Gipfel der Umgebung drüber kommen und sehen diese Anlage, und möglicherweise seid ihr ein Kult plündernder Barbaren, die hier vorbeischauen, und jetzt gibt es diesen Anblick. Ja, vielleicht überlegt ihr euch dann nochmal, ob ihr wirklich plündern wollt. Oder wenn ihr ein Händler seid, der über die Berge kommt, um hier zu handeln, dann überlegt ihr euch vielleicht, ja, das ist ja super lukrativ, hier gibt es ja offensichtlich jemanden, der total mächtig ist, da kann ich ja total die tollen Handelsabkommen und Ähnlichem abschließen, und ihr kommt wieder und es entwickelt sich wirklich ein Fernhandelsnetz. Und letzteres hat wohl tatsächlich stattgefunden, dass die Kelten der Region oder zumindest später andere Kulturen hier sehr, sehr stark mit Handel beschäftigt gewesen sind und ein Fernhandelsnetz in dieser Region hier, wie gesagt, ich darf da nicht zu viel verraten, durchaus existiert haben sollte, mit ziemlicher Sicherheit. Ja, und das macht diesen Ort dann als Handelszentrum und eben Ausdruck weltlicher Macht,
vielleicht auch spiritueller macht, dass es hier eben sehr wohl auch Druiden hier oben gegeben hat, die hier auch Rituale durchgeführt haben, dass es vielleicht ein Versammlungsplatz gewesen ist für die Bevölkerung der näheren Umgebung, um zu besonderen Feiertagen, wie zum Beispiel Sommersonnenwende, das habe ich gesucht, oder Wintersonnenwende, was bei den Kelten bekannt war, das wissen wir, weil wir andere Gipfel auch mit keltischen Resten und Hinweisen und teilweise auch alten Namen finden, die in einem bestimmten geometrischen Strukturen zueinander angeordnet sind, sodass man, wenn man auf dem einen Gipfel steht, über dem anderen Gipfel exakt zur Tag und Nacht gleich lang sind oder, genau das meine ich, wenn Tag und Nacht gleich lang sind, dieser Tag, Hilfe, mein Hirn, geht der Gipfel exakt über dem anderen Berg auf. Ja, also, nein, Quatsch, der Gipfel, meine Güte, dann geht die Sonne exakt über dem Gipfel des anderen Berges auf. Und das haben die Kelten gewusst, da sind wir uns sicher, dass die solche Kalender, so ein astronomisches Wissen, wann geht die Sonne wo auf, wann steht welcher Stern wo und so weiter und so fort, und auch Vermessungsgrundlagen kannten, um eben die Entfernung und auch den Winkel von bestimmten Bergen und bestimmten Linien zueinander zu schätzen. Und auch dieser Berg, auf dem ich hier jetzt stehe, der steht in einem bestimmten, ja mehr oder weniger Dreieckmuster zu zwei anderen Gipfeln, auf denen ebenfalls die Kelten gesessen sind. Und das könnte also durchaus sein, dass die da religiöse Vorstellungen hatten, dass irgendwelche Geister, Götter, Sonne, was auch immer, da in einer bestimmten Konstellation angeordnet für die mythologische Kraft dieses Ortes verantwortlich sind. Ja? Sofern man diese Kraft dann wahrnehmen möchte, zwingen kann einen dazu sicher keiner. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen. Dieser Ort ist wirklich irgendwie was Besonderes. Vielleicht denke ich das auch nur oder fühle ich das auch nur, weil ich ja weiß, dass eben diese Wälle drumherum sind und die keltische Vergangenheit kenne. Aber vielleicht ist es auch tatsächlich so. Ja? Und das ist halt dann eben schwierig. Und bei Spiritualität muss ich jetzt als Wissenschaftler natürlich noch hinzufügen, dass das selbstverständlich nicht messbar und sonst irgendwie objektivierbar ist und daher eine hochsubjektive Angelegenheit und so lange nicht schlimm, wie dabei keiner zu Schaden kommt. Wenn man jetzt aber subjektive Wahrnehmung nutzt und irgendwelche Kobolde, geheime Kräfte des Waldes oder ähnliches Zeug erfindet und damit Böses vorhat, dann ist es natürlich wieder gefährlich, weshalb ich bei solchen spirituellen Sachen grundsätzlich immer ein wenig vorsichtig bin. Ne? Aber ja, hier bin ich jetzt übrigens wirklich auf dem Gipfel, nur der Vollständigkeit halber. Und wir machen nochmal einen Rundumschwenk. Hier stand eben noch ein Mensch, daher bin ich ein wenig abseits geblieben. Wir wissen nicht, was hier oben drauf gebaut war. Wir haben keine Ahnung. Annehmen darf man wegen der Theorie, dass es aus der Ferne beeindruckend aussehen sollte, dass es hier irgendwelche hohen Hallen der Kelten gegeben haben mag, die dann eben ja, deutlich sichtbare und schöne, prunkvolle Holzgebäude gewesen sind. Sowas haben sie bauen können. Soweit wir das aus Fundamenten ihrer Bauwerke nachvollziehen können, gab es durchaus große Bauwerke. Und nichts spricht dagegen, sowas auch hier oben errichtet zu haben, außer dass natürlich der Transport des Holzes bis hierher eine verdammt anstrengende Aufgabe gewesen sein muss. Andererseits war der Berg ja mal bewaldet, bevor er eben gerodet wurde. Und man hat vielleicht das Holz, das man hier eben gerodet hat, dann auch gleich zum Bau der Palisade mit Sicherheit und wahrscheinlich auch zum Bau der Gebäude gleich nutzen können. Und damit waren die Transportwege des Holzes hier hoch wahrscheinlich dann gar nicht so anstrengend, wie man das ansonsten vermuten könnte. Ja. Aber damit bin ich mit meinem Latein zu Ende. Mehr kann man über das Ding hier nicht sagen. Die archäologische Geschichte dieses Ortes ist ziemlich dünn, deswegen ist er ja auch gerade noch mal bedeutender, für mich persönlich, weil er so unbekannt ist und kaum was untersucht wurde. Es gibt genau eine wirklich modern archäologische Untersuchung zu dieser Anlage. Das meiste, was ich erzählt habe an Wissen, auch zum Beispiel zum Alter der Anlage und so weiter, stammt genau aus dieser einen Quelle.
es waren auch mal die Nazis da und haben gebuddelt, die haben aber nichts gefunden, was sie davon überzeugt hat, dass diese Anlage alt wäre, sonst wären sie wahrscheinlich begeistert gewesen. Die alten Germanen galten ja als ziemlich heilig und so weiter. Aber ja gut, andererseits waren es hier ja die Kelten und die sind ja nicht die alten Germanen, eher das Gegenteil davon in gewisser Weise. Egal, jedenfalls, die haben nichts gefunden und haben es dann wieder vergessen. Dann hat man noch einmal zwischen 2012 und eben der NS-Zeit nochmal gebuddelt, hat dabei dummerweise aber Hinterlassenschaften der Nazis, die die aus Versehen eingebuddelt haben, wieder ausgebuddelt und aufgrund dessen vermutet, dass die Anlage gar nicht alt sei, weil man ja durchaus moderne Teile hier gefunden hat und dann kann das ja nichts super Historisches sein, wenn da so moderne Dinge wie zum Beispiel, ich glaube sogar Kunststoff, haben sie ausgebuddelt, hier rumliegen. Ja. Und erst als man dann nochmal an anderen Stellen, nicht an der gleichen Stelle, wo Nazis und die in den 70ern, 80ern, wann das auch immer war, ich weiß es nicht mehr, vielleicht waren es auch die 60er, die anderen gebuddelt haben, sondern man hat an ganz anderen Stellen gesucht, hat kein Plastik mehr gefunden, dafür aber die Fundamente des Walls zum Beispiel und eben auch die Holzkohle, die sich datieren ließ, womit wir jetzt eben Sicherheit haben, dass es sich hier garantiert um eine keltische Anlage gehandelt haben muss. Gleichzeitig ist es ein wunderschöner Buchenwald, Buchenhallenbestand hier hinter mir. Dazu will ich aber jetzt gar nicht mehr allzu viel Text von mir geben und das wär's zu unserem Rundgang durch vielleicht die unbekannteste Riesenkeltenanlage, also wirklich riesengroße Keltenanlage Deutschlands, von der ich immer noch nicht verraten möchte, wo sie ist. Von daher, macht's gut und einfach nur so zum Wissen, dass es sie gibt, muss euch das jetzt einfach genügen. Ich hoffe, das tut es und wenn nicht, dann beschwert euch. dann nehme ich das nächstes Mal Gedanken zur Kenntnis und mach halt nichts mehr an geheimen Orten. Tschüss.